Leute und willkommen zur nächsten Aufnahme Let's Play Minecraft. Ich stelle mal eben schnell auf Vollbild wieder. Und es kann losgehen. Ja. Heute mit der Version 1.4.7 und den dazugehörigen Texturen. Und wie ihr auch hört, habe ich auch wieder heute Hintergrundmusik laufen. Und diesmal hoffentlich fast 100% lagfrei, denn ich habe diesmal die Playlist vom Let's Play auch endlich auf dem PC drauf und brauche deswegen YouTube nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Und ja, wir waren letztes Mal auf dem Baum, haben aufgehört da und diesmal fangen wir wieder hier an. Das ist doch ein super feierliches Ereignis, dass mir diesmal keine Aufnahme abgeschmiert ist. Und ich hoffe, dass... Aua, das werden wir so beibehalten. Und... Ja, heute steht richtig viel in Planung. Und zwar... Wollten wir unser Maschinchen weiterbauen, bei dem ich erstmal offscreen gucken sollte, wie es gebaut wird oder wie ich es am besten baue. Und wir werden erstmal hier aus dem Dschungel finden. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Hätte ich offscreen wohl besser gucken sollen, ob ich jetzt auch wirklich in die richtige Richtung latsche. Aber ist ja wohl. Wenn, dann müssen wir einmal den ganzen Dschungel umrunden. Aber ich denke mal, wir werden unser Haus gleich finden. So. Geil. Alter, ist das ein Höhlensystem. Meine Fresse, guckt euch das mal an. Alter. Wie doof ist ja, dass diese Grafik sich so blöd aufbaut, aber... Naja, ignorieren. Ja. Mit der 1.4.7 waren ja ein paar Bugfixes, aber die lang neuem Texture Pack können wir jetzt auch die verzauberten Bücher und alles sehen. Da freue ich mich schon drauf. Und hier hinten sind die zwei einzelnen Bäume, das heißt, wir sind richtig. Und unser Haus ist da hinten schon zu sehen. Supi. Und da ist mal wieder eine Kuh von unseren zahlreichen. Ach, hatten wir das Fleisch schon aufgemacht? Dann reichen hier noch Kartoffeln. Und ich habe ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Was heißt Änderungen? Ich habe ja letztes Mal von Mods gequatscht und da habe ich eine kleine Überraschung installiert. Und naja, ihr werdet sehen. Und der Stein brutzelt weiter. Da war ich wohl vor einem anderen Chunk, wo wir gestartet haben. Aber naja. Gut, Erde haben wir jetzt mal ein bisschen. Das Blattwerk legen wir mal weg. Die Lianen auch. Und ich glaube, wir können sofort mal unsere Überraschung testen. Wobei ich da jetzt noch gar nicht bin. Zum einen machen wir das einmal so. Denn ich habe mir gedacht, bevor wir mein Maschinchen bauen wollen, brauchen wir erstmal unsere Untergrundbasis, denn es soll sich ja alles anknüpfen. Und für diesen Punkt müssen wir jetzt erstmal unten rein und gucken, ja, wie tief machen wir das denn? Ich würde sagen, eine Dreierhöhe. Machen wir da noch eine Erdlage zwischen oder direkt? Ja, nö, direkt müsste eigentlich einen hinhauen. Finde ich. Ja, doch. Sollte. Und dann graben wir uns mal ein bisschen hier rein. Denn jetzt bauen wir uns erstmal so einen kleinen Flur, beziehungsweise eine kleine Eingangshalle. Die relativ sehr weit ausbaut danach noch. Warte. Nee, ich glaube, da muss... Moment. Nee, das passt, glaube ich, so.
Muss ich kurz selber nochmal überlegen. Das habe ich ja auch screen nur so, also im Test nur provisorisch gebaut. Und von daher. Also hier kommt überall gleich Decke hin. So, hier kommt ganz sicher schon mal. Ja, hier kommt ganz sicher schon mal Decke hin. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie weit müssen wir das denn machen? Zumindest erstmal unsere, beziehungsweise für das Maschinchen die Sammelstelle bauen. Das ist schon mal das oberste Priorität jetzt gerade. Den Rest der Basis bauen wir dann später. Denn es wird noch sehr geil werden, wenn ich alles in Planung habe, was ich da meine. Aber es ist auch sehr zeitaufwendig und deswegen machen wir die Basis immer Räumchen für Räumchen, je nachdem wann wir es brauchen. Würde ich sagen. Und also. Aber hier, hier machen wir erstmal ein bisschen Platz. Das geht ja auch nicht. Zumindest erstmal ein Dreierabstand hier. Und dann wird das schon hinhauen. Diese Aufnahme wird auch hoffentlich ein bisschen länger. Denn ich muss vorproduzieren. Ich bin über die Woche nicht da. Und dann muss ich das halt vorher hochladen. Also über Internet hochladen. Ja, wie eigentlich auch sonst. Aber mit TeamViewer, denke ich mal. Und ich denke mal, das wird alles hinhauen. So. War natürlich schlau, so wenig Birken mitzunehmen. Aber ich für diesen Dielenboden würde ich beibehalten. Der gefällt mir relativ sehr gut. Würde ich mal sagen, fangen wir hier mit dem Flur an. Und wie breit machen wir den? 1, 2, 3, 4, 5. Sollte eigentlich reichen. Dann hat man hier schön viel Gang und kann dann trotzdem das hier dann die nächsten Räume angrenzen. Ja, dann würde ich sagen, die Breite lassen wir mal bei. So. Nur unser Raum hier, der wird erstmal nochmal um einen nach hinten versetzt. Wobei um einen eigentlich noch relativ wenig ist. Werden wir sehen. Aber der wird natürlich noch breiter. Wobei drei nach hinten. Es ist ja nur ein Sammelraum. Wir wollen hier ja nichts Großes machen. Wobei das, wenn ich es richtig noch im Auge habe, eigentlich ziemlich geil aussehen wird, wenn wir es hinkriegen. Das ist auch schon wieder so ein trockenes Gelaber. Ah ja. So. Jetzt noch die Decke rausreißen. Ich mache jetzt auch nichts falsch, aber es gehört auch zu Minecraft, dass man alles falsch macht und dann alles nochmal machen muss. Aber ist ja Rain. Mist. Muss ja eigentlich eh holzen, glaube ich. Ja, so breit ist es, glaube ich, etwas zu breit. Nee. Haut hin. Also dann mache ich jetzt mal provisorisch was rein. Der hier. Der hier. Und der hier. Ja. Zack, zack, zack. Ja, das sieht gut aus. Jetzt hier weg. Und so. Ups. Mist. Hier. Okay. Ja, wie weit machen wir den da rein? Mal schauen. Gut, damit wird das hier mal im Grundriss gebaut. Machen wir das mal fertig. So, hier.
natürlich alles ziemlich grundstoffmäßig. Wir werden natürlich noch ein paar Dekoartikel reinbauen. Und alles und so fort. Hier hinten alles weg. Da und da. Und hier. Und das Dach muss natürlich auch noch rein. Die Decke. Nee, das Dach nicht, die Decke. Wobei. Aua, das tut mir jetzt schon wieder leid, dass ich hier daneben baue. So holzig wie es ist, ist das eigentlich. Weiß auch nicht, vielleicht machen wir auch eine Steindecke rein. So eine Pflasterstein, also Cobblestone-Decke. Mal gucken. 9 Birkenholz haben wir noch. Dann machen wir hier mal 6, 7, 8, 9. Das heißt, 6 brauchen wir für diesen Raum noch und für da brauchen wir noch unendlich viel. Unendlich viel. Ja, und so brauchen wir immer noch mehr. Ah ja. So, Licht. Machen wir es erstmal so. Die Decke machen wir nachher, denn so viel Holz haben wir auch nicht mehr so mit. Auch haben wir doch. Wo es für die Decke auch nicht ganz reicht, doch. 2, 3 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, reicht nicht. 2 fehlen nur noch. Nach. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, wer kommt schon drauf, was ich jetzt vorhab? Ach, Mist. Moment. Hauen wir mal hier hin. Nur rein provisorisch. Wir müssen hier auch noch rauskommen. Ich glaube, 6 reichen. Sogar fast perfekt. Jupp, dann machen wir das so und gehen erstmal pennen. Ah, toll, mal ein paar Erfolge zu sehen. Brennen die Nachbarn. Ach ja, und der Stein, der müsste jetzt eigentlich durchgebrutzelt sein, dann können wir das Dach schon mal fertig machen. So. Das ist doch schon mal freudig. So. Mal kurz zählen, denn wenn ich zu viel mache, dann müsste ich gleich wieder... Ach wohl, wir haben ja jetzt Stein. Aber egal, 1, 2, 3 und... Nee, das sind 9, also 12 brauchen wir noch. Ja, eigentlich relativ gut. Sehr krank. Hier noch und zack. 1, 2, 3, 12. Alter, den hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen, den Sack. Zum Glück geht er weg. Das heißt... Wo bist du? Der glotzt ja uns die ganze Zeit durch die Fenster, der Arsch. Wobei, da hinten ist noch einer. Und zack. Oh, 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 oh. Und zack, zack, zack. So. Mal riskant hier. Die Musik jetzt auch super. Ah. Ah. Das erinnert mich an irgendwas. Verbauer gehören zwar zum Plan, aber guck mal. Ach so. Ich habe hier die ganze Zeit unnützes Zeug gemacht. So. Na. Das hatten wir letztes Mal auch schon drin. Also, wie sieht das aus? So? Oder lieber machen wir jetzt spitz zu? Oder reicht das? Ich glaube, jetzt brauchen wir noch
7x7 Slabs. Alter. Toll. Machen wir erstmal so viel. Ich glaube, wir haben mich eh verzählt. Ja, war ja schlau. Nee, das kommt sogar hin, denke ich. Nee, das bleibt so. So. Dann hier noch. Und die wieder zurück. Sieht auch gut aus. Kann man es wenigstens von oben auch anbieten. Wenn die mir nicht mal verbauen würde. Meine Fresse.